Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Matt spricht mit. Heute wieder im Hochhaus, der Architekturikone im ersten Bezirk. Und ich freue mich ganz besonders, heute Martin Pollack bei mir begrüßen zu dürfen. Danke. Ich darf Martin Pollack kurz vorstellen. Er wurde 1944 in Bad Hall in Oberösterreich geboren. Und wenn man in Wikipedia nachliest, steht dort ein österreichischer Journalist, Schriftsteller und literarischer Übersetzer. Ich füge hinzu, ein prominenter und herausragender Journalist, Schriftsteller und Übersetzer. Weil es auch in unserem Gespräch eine Rolle spielen wird, möchte ich auch darauf hinweisen, Martin Pollack ist der uneheliche Sohn des SS-Sturmbahnführers Gerhard Bast und Stiefsohn des oberösterreichischen Malers und Grafikers Hans Pollack. Martin Pollack studierte an der Universität Wien. Er studierte an der Universität in Warschau und an Universitäten in Jugoslawien, und zwar Slawistik und osteuropäische Geschichte. Von 1987 bis 1998 waren Sie für den Spiegel tätig, stimmt das? Ja. Und unter anderem aber auch Korrespondent in Wien und vor allem in Warschau. Gleichzeitig publizierte Martin Pollack Essays und übersetzte wichtige polnische Autoren, unter anderem Ryszard Kapuscinski, ein Autor, den ich auch persönlich besonders schätze, oder Mariusz Wilk. Seit 1998 ist er als freier Autor und Übersetzer tätig. Seine Themen sind unsere Geschichte, sind die Geschichte des Nationalsozialismus, auch im Spiegel der eigenen Familie, der eigenen Familiengeschichte, sind Ereignisse und Orte, die in Vergessenheit geraten sind. Ein Buch ist Anklage Vatermord, der Fall Philipp Halsmann, werden vielleicht darüber auch noch reden können, oder kontaminierte Landschaften. Ein anderes, Der Tod im Bunker, Bericht über meinen Vater. Ein großes Anliegen ist auch die Geschichte Galiciens und Osteuropas. Eines der Bücher ist Der Kaiser von Amerika, Flucht aus Galizien. Martin Pollack hat sich mit seinen Büchern, wie ich meine, große Verdienste erworben um die historische Aufarbeitung des Nationalsozialismus, auch des Kommunismus, aber vor allem für die Verständigung zwischen Österreich und Polen. Martin Pollack ist ein engagierter Zeitgenosse, einer, der sich einmischt zugunsten einer offenen demokratischen Gesellschaft und der Menschenrechte, was ihm auch, darüber werden wir auch sprechen, einigen Ärger schon eintrug. Unter anderem hat ihm die polnische Regierung die Zusammenarbeit aufgekündigt, wegen seiner kritischen Haltung. Er hat einige wichtige Preise auch bekommen, Ausweis der Qualität seiner Arbeit und seines Engagements, den österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzung, den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln und sein Roman Kaiser von Amerika, Flucht aus Galizien, wurde mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. Martin Pollack lebt in Wien und in Broxdorf im Burgenland. Vorweg, Herr Pollack, Ryszard Kapuscinski hat in seinem Buch Notizen eines Weltbürgers, das Sie ja wie, glaube ich, alle anderen Bücher von Kapuscinski übersetzt haben, einen Satz, einen wichtigen Satz, er steht einsam zwischen den Fragmenten seiner geistreichen Betrachtungen, und dieser Satz lautet: Geschichte ist vergessen. Inwieweit teilen Sie, der ja wie kein anderer in vielen Büchern und seinen Büchern um den Kampf gegen das Vergessen angekämpft hat, inwieweit teilen Sie diese Haltung? Es ist eigentlich für einen Polen ein fast absurd anmutender Satz, weil gerade in Polen ist die Geschichte nie vergessen. Nicht? Also gerade Polen ist ja ist beinahe besessen von der Geschichte, von seiner Geschichte. Also warum Ryszard das in diesem Moment geschrieben hat, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber ich glaube, steht auch isoliert. Ja, steht. Ja, ich weiß schon ungefähr, wo es steht. Also ich kann mich schon ungefähr erinnern. Also ich glaube es nicht, dass Geschichte vergessen ist. Ja. Ich glaube, hin und wieder wünschen wir uns vielleicht, dass Geschichte vergessen werden könnte, aber das spielt es nicht so. Welches Buch von Ryszard Kapuscinski hat Sie am meisten beeindruckt? Und inwieweit hat er Sie auch beeinflusst? Das ist schwierig zu sagen, weil ich also wenn ich es insgesamt zusammenzähle, glaube ich, 13 seiner Bücher übersetzt. Also den größten Eindruck hat vermutlich doch das erste Buch hinterlassen, das ich übersetzte, ist auch eines seiner besten Bücher, wie ich glaube, das ist
über Haile Selassie, das ja. Buch. König der König Könige. König der Könige, auf Polnisch Cesarz. Mhm. Ein wirklich großartiges Buch, das damals auch zu Recht verstanden wurde als eine Parabel auf die Ereignisse in Polen, also auf die Entwicklung in Polen als solche. Aber er hat mich sehr stark beeinflusst, weil, also ich bin ein bisschen durch Zufall zu Kapuscinski überhaupt gekommen und es war auch ein Zufall, dass ich zu einem Reporter gekommen bin. Er war doch im Großen und Ganzen war eigentlich Reporter, natürlich literarischer Reporter, und dasselbe, was ich mache. Nicht? Und er war, also es ist jetzt sicherlich Unsinn, das sage ich auch nie, dass er so etwas wie mein Meister war, so sehe ich das überhaupt nicht. Aber er hat mich schon stark beeinflusst, weil ich einfach auch durch dieses Übersetzen von vielen seiner Dinge sehr genau beobachtet habe, wie er arbeitet, seine Arbeitsweise. Mhm. Und insgesamt ist ja die polnische Reportage war für mich sehr, sehr wichtig, hat auch großen Einfluss auf mich ausgeübt. Also nicht nur Kapuscinski, sondern auch andere große polnische Reporter. Wie kamen Sie zur Literatur? Weil Sie haben ja anfangs, glaube ich, schon während des Studiums übersetzt. Sie haben sich als Journalist betätigt. War da immer schon dieser Wunsch da, so Herzenswunsch, Schriftsteller zu werden? Ja, das ist wahrscheinlich wie bei vielen Leuten. Also ich habe jetzt gerade einen Freund bei mir sitzen gehabt, ich komme gerade aus dem Südburgenland. Der saß bei mir, mit dem bin ich jetzt raufgefahren, der muss eine Bibliografie von mir erstellen. Und der war dann ganz überrascht, ich war selber überrascht. Wie ich gesagt habe, du, irgendwo gibt es auch Gedichte von mir. Da hat gesagt, was, Gedichte hast du auch geschrieben? Und wir haben die Gedichte dann leider tatsächlich gefunden. So eine schmale Mappe, also keine großartigen Gedichte, die aber in der Schulzeit wohl geschrieben sind, auch nicht datiert, was jeden Literaturwissenschaftler wahnsinnig macht, wenn man Texte nicht datiert. Ein paar sind datiert, aber die meisten natürlich nicht. Also ich habe in der Schulzeit begonnen zu schreiben und es war ziemlich klar, dass ich irgendwo zur Literatur schreibe. War so die Tätigkeit des Übersetzers und die Tätigkeit des Schriftstellers für Sie gleichgewichtig oder ist das eine sowas wie die Pflicht und das andere die Kür oder in welchem Verhältnis ist das für Sie gestanden? Nein, überhaupt nicht. Also es ist Übersetzen ist genauso eine Kunstform, würde ich einmal sagen, genauso wie Literatur ist. Also ich würde das jetzt überhaupt nicht gewichten. Also Literatur ist wichtiger als Übersetzen. Für mich war es, also ich habe eigentlich begonnen als Übersetzer. Also ich habe zuerst natürlich selber geschrieben, also immer Texte, die aber kaum publiziert wurden, habe dann begonnen als Übersetzer, ernsthaft. Aber die wichtigsten Bücher sind eigentlich dann gleichzeitig erschienen. Das kann ich mich gut erinnern. Das war von Kapuscinski, das ist das erste Buch, König der Könige. Mhm. Und mein Buch über Galizien sind im selben Jahr erschienen. Ja. Also das war ein bisschen ein Zufall, dass eigentlich sowohl die Literatur als die Übersetzung gleichzeitig begonnen haben. Ich komme auf Ihre Kindheit und würde gerne fragen, welche Erinnerungen Sie damit verbinden. Waren das die österreichische Nachkriegszeit? Sind es Erinnerungen an eine Idylle, an eine glückliche Kindheit, an eine geborgene Kindheit oder an eine eher schwere Zeit? Eigentlich ja. Es war objektiv gesehen war es eine unglaublich schwere Zeit. Ich habe gerade vor kurzem, als wir da im Casino am Schwarzenbergplatz, habe ich etwas gemacht und da war eine Bekannte von mir da, die aus dem Dorf kommt, wo wir evakuiert waren nach dem Krieg. Das war im Ennstal, Gröbming bei Mitterberg oder Gröbming in Mitterberg. Mit denen sind wir heute noch in Verbindung. Und also wir waren evakuiert, das Haus in Linz war zerbombt. Mein leiblicher Vater, Gerhard Bast, war auf der Flucht. Also es war alles eigentlich für ein Schreckensszenario angerichtet. Trotzdem erinnere ich mich an eine absolut glückliche, gute, schöne, behütete Kindheit, die mir auch meine Großeltern, also die Eltern meines leiblichen Vaters, in den Amstetten waren, aber damals auch aus Amstetten geflüchtet waren, teilweise auch dort waren, wo wir evakuiert waren. Also ich hatte einfach eine gute Kindheit. Und wann hat diese Welt erste Brüche bekommen?
hängt das auch zusammen mit der Tatsache oder mit dem Faktum, dass Sie erfahren haben, dass Ihr Vater bei der SS war, dass auch die Großeltern, sozusagen also die lieben Großeltern involviert waren. Die Brüche hat es ja damals schon bekommen. Nicht? Mein Vater wurde ermordet 1947, also wo ich evakuiert war, der hat uns wohl auch dort besucht, an das habe ich keine Erinnerung, aber mein Großvater sehr wohl, an das erinnere ich mich. Also die Brüche waren da, nur als Kind hab ich das nicht so wahrgenommen. Ich habe auch diese ganze Gespaltenheit nicht wahrgenommen, dass ich in Linz sozusagen im Haus Pollack, nicht vom Kunstmaler Hans Pollack, dessen Sohn ich faktisch war, auch nach den Papieren nach wie vor bin. Und ich hatte diese Großeltern in Amstetten vom leiblichen Vater. Ja. Das war für mich überhaupt kein Problem, dass ich da hin und her geschickt wurde, hin und her gefahren bin. Von einmal war ich der Pollack, dann wurde ich in Amstetten, war ich der Bast. Das war für mich kein Problem. Wann das wirklich für mich problematisch wurde, kann ich jetzt schwer sagen. Also ich würde es meinen, so mit 13, 14. Irgendwann hat mir meine Mutter eröffnet, was mein Vater gemacht hat. Das habe ich wohl geahnt. Dass mein Vater Nazi war, das hat in Amstetten niemand verborgen. Mhm. Die waren ja stolz drauf. Ja. Die sind, soweit sie noch leben, sind sie auch noch stolz drauf. Nicht? Also das war für die selbstverständlich. Irgendwann hat mir meine Mutter eröffnet, SS und Gestapo. Und da war ich schon alt genug, um zu kapieren, was das bedeutet, also dass das nichts Gutes bedeutet. Er war ja, glaube ich, sogar Kommandant, nicht? Also war, stimmt das, Chef der SS in Linz? Der Gestapo in Linz. Gestapo der war der sogar. Chef der Gestapo in Linz. Ja. Der war Gestapo-Chef in Linz und ist dann an die, also heißt an die Front, was für ihn bedeutete, dass ein Sonderkommando eine Einsatzgruppe übernommen hat. Nicht? Und das war ja nichts anderes als ein Mordkommando. Also da war wirklich alles drinnen. Nicht? Und dann haben Sie gebrochen mit der Familie? Das war sehr spät. Also ich habe gebrochen mit meiner Großmutter ganz konkret. Auch das kann ich jetzt nicht aufs Jahr festmachen, weil ich diese Sachen leider vernichtet habe. Es gab einen Brief meiner Großmutter, da war ich schon Student, die sehr große Sorge geäußert hat, wahrscheinlich nicht ganz unbegründet. Ich habe damals schon in Polen studiert, dass ich mich da abwenden könnte von dieser rechten Familie. Ich meine, das war ja offensichtlich, sonst wäre ich ja nicht nach Polen studieren gegangen. War das auch ein bisschen Protest gegen die Familie, das Studium der Slawistik das war, in Polen? Das war ein reiner Protest. Ich meine, das war, das kann ich auch so sagen, nicht, mein Studium der Slawistik war eigentlich, um der Großmutter eins auszuwischen. Jetzt ist das eine denkbar dumme eine Entscheidung, dass man ein Studium wählt, um seiner Großmutter etwas anzutun. Würde ich auch niemandem anraten, so sein Studium, seine Studienrichtung zu wählen. Bei mir war es so. Meine Großmutter hat gesagt, bis zum Studieren kam, du studierst Germanistik. Sie war eine sehr apodiktische Frau. Und ich habe wie aus der Pistole geschossen und gesagt, ganz sicher nicht, ich studiere Slawistik, ohne das Geringste zu wissen, was das bedeutet. Ja, das war eine Zeit, da haben wir das nicht gewusst. Ich habe ja keine Ahnung gehabt. Ich war im Felbertal in der Schule, also von Slawistik war dort nicht viel zu erfahren. Ich wusste es nicht, aber ich wusste, ich mache nicht das, was mir meine Großmutter rät oder anschafft oder wie auch immer. Nicht? Also kam es dann zu einer wirklichen Trennung von der Familie und vor allem heute, aus der heutigen Warte gesehen, tut es Ihnen auch ein bisschen, tut es Ihnen auch leid? Also gibt es sowas wie eine Altersmilde, nicht? Nein, das tut mir sehr leid. Also nicht eine Altersmilde, das ist auch, meine Großmutter hat mir dann immer wieder Briefe geschrieben und sie war ihm sehr besorgt, wie ich in Polen studierte, dass ich, Gott soll er behüten, eine Polin heirate oder noch schlimmer, eine Jüdin, polnische Jüdin, um Gottes Willen, ganz arg. Und irgendwann habe ich dann die Nase voll gehabt. Ich meine, völlig berechtigt. Ne? Das war auch irgendwo lästig. Und habe in diesem Furor, der ja in so einem jungen Studenten halt einmal, der dem inne wohnt, nicht? Und auch so diese Selbstgerechtigkeit, heute würde ich sagen Dummheit, nicht? Habe ich hier einen ganz prinzipiellen Brief geschrieben. Ich habe mich da hingesetzt, habe das so runtergeschrieben. Nicht? Einen ganz weltanschaulich richtigen Brief der Omi. Und habe geschrieben, also liebe Omi, das war's, ich will mit dir, mit der ganzen Familie, mit diesem ganzen Amstetten nichts mehr zu tun haben, Wiederschauen, danke, und habe die Tür sozusagen bildlich zugeschlagen und habe der armen alten Frau damit
buchstäblich das Herz gebrochen. Mhm. Nicht buchstäblich, habe ihr das Herz gebrochen, sie hat das nicht verwunden, ich sehr wohl. Ja. Mich hat das nie weniger gekratzt, ich musste dann mein Studium mir selber verdienen, weil sie nichts mehr bezahlt hat, was ja rechtens war. Aber im Nachhinein tut es mir natürlich leid und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich dafür schäme, dass ich mich geniere, dass ich dieser alten Frau, ich hätte das eleganter machen können, ich hätte sagen können, ja, weißt du was, ich hätte die Briefe nicht so genau lesen müssen. Ich meine, es wär mir auch kein Zacken aus der Krone gefallen, nicht? Ja. Eine alte, unbelehrbare Frau. Ja. So ist das Leben. Sie haben nach dem Gymnasium eine Lehre gemacht als Möbeltischler? Während des Gymnasiums. Was steht hinter dieser Lehre? Also, was wollten Sie? Wollten Sie wirklich Möbeltischler werden? Nein. Das war einfach eine Schule. Ich besuchte eine Schule. Die Schule gibt es ja nach wie vor, eben dort im besagten Felbertal, im Pinzgau, wo man sowohl ein Handwerk lernen musste und die Matura machen musste. Mhm. Also wir haben vor der Matura, wir hatten 9 Klassen statt 8 und vor der Matura haben wir die Gesellenprüfung abgelegt und haben ein Handwerk gelernt. Also es war nicht in also der nicht. Absicht, dass man, es war einfach, meines Erachtens ja durchaus vernünftiges Modell. Ihr Thema als Journalist war ja vor allem Osteuropa und da vor allem Polen. Mhm. Gut, Sie haben dort studiert. Mhm. Dennoch, wie kam es zu diesem herausragende Interesse für Polen, ja vielleicht auch zur Liebe zu Polen. Das war auch, wie so viele, sind das ja Zufälligkeiten. Ja. Nicht? Also, das war auch nicht so eine vernünftige Überlegung. Ganz ehrlich, ich habe in Wien begonnen zu studieren auf der Slawistik. Ich hatte eine unglaublich hübsche, unglaublich charmante, unglaublich liebe Polnischlehrerin. Ich hätte genauso gut Bohemistik studieren können. Jetzt will ich nichts Böses sagen, der Tschechischlehrer war weder besonders fesch, noch war er. Also, so habe ich mich halt für Polen entschieden, bereue das keine Sekunde. Die Frau Schelinska war eine unglaublich liebe, auch sehr, sehr gute Lehrerin und hat mir wirklich diese Liebe zu Polen näher gebracht und ich habe mich dann entschieden, nach Polen zu gehen. Zum Studium und so begann das. Also Sie waren, glaube ich, schon vor 50 Jahren das erste Mal in Polen. Ich bin 65 zum ersten Mal gegangen. Und dann natürlich wieder als Korrespondent. Ich war relativ oft, also ich war so auch als Postgraduate in Polen, habe an der Akademie der Wissenschaften gearbeitet, war dann lange Jahre Persona non grata in Polen von 80 bis 89. Also was Sie jetzt ja wieder ein bisschen sind. Jetzt bin ich. Ja. Also bei der Regierung zumindest. Jetzt ist ein bisschen, das ist eher so. Aber da komme ich noch hin. Ja. Was ist, wenn Sie Polen betrachten, was ist geblieben aus jenen Tagen und was hat sich fundamental verändert? Ich denke jetzt nicht an die Wirtschaft, aber vielleicht in der Atmosphäre, im Verhalten auch der Menschen. Also wenn ich jetzt Polen beobachte, es hat sich unglaublich verändert seit meiner Zeit, aber das hat sich natürlich auch Wien von 65 bis heute hat sich ja auch Wien fundamental verändert, aber in Polen ist das natürlich noch stärker, weil das war damals eine graue Zeit, das war diese kommunistische Zeit, Gomułka, die Mauerstabilisatia, diese kleine Stabilisierung, das war ein für mich wahnsinnig spannendes Land, aber natürlich also nicht unglaublich schön, also Warschau war nicht die tollste Stadt. Heute ist Warschau eine dynamische, spannende Stadt und Polen hat sich nach meinem Dafürhalten sehr, sehr positiv entwickelt. Also gerade nach 89 war ich überrascht, dass Polen wirklich so eine Success Story war. Das war wirklich ein erfolgreiches Beispiel und ich fürchte sehr, ich will da jetzt nichts an die Wand malen, nicht, dass seit einem Jahr mit dieser neuen Regierung dass das ein bisschen zurückgehen könnte. Sie haben die Veränderungen in Polen ja auch zu spüren bekommen. Sie haben ja kritisch auch über Polen geschrieben, vor allem über die neue Regierung. So die neue Regierung in gewisser Weise ein Mentikel für einen neuen Nationalismus und auch Populismus in Europa. Wie konnte es dazu kommen? Das ist, also ich bin jetzt kein großer Politologe, nicht, aber ich glaube, es ist schon diese Enttäuschung, gerade in Polen, wenn wir jetzt beim Beispiel Polen bleiben, nicht, dass die vorige Regierung übersehen hat, dass doch viele Menschen da nicht mitgenommen wurden bei diesem Aufbruch, dass die das nicht so mitgemacht haben, dass viele Menschen enttäuscht waren.
das ist ja nicht nur in Polen. Genau. Wir brauchen ja nur nach Amerika zu schauen. Nicht? Ist ja ganz ähnlich. Nicht jeder schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, um Gottes Willen, wie können die in diese Richtung steuern? Nicht? Ungarn, also nicht auch in Österreich gibt's ja solche Entwicklungen, nicht, dass doch sehr viele Menschen enttäuscht sind, sehr viele Menschen sich ausgeschlossen fühlen und dann tendieren sie natürlich, dass sie doch so Populisten nachlaufen. Ja. Es gibt einen Satz in der polnischen Hymne, der heißt, noch ist Polen nicht verloren. Sie haben in einem Artikel auch geschrieben, dass Polen eine starke Tradition des Widerstandes auch hat. Also Sie haben Hoffnung. Das hat Polen ja auch jetzt gezeigt und das würde ich meinen, unterscheidet Polen auch zum Beispiel von Ungarn. Nicht? Ungarn hat ja eine sehr, sehr ähnliche Entwicklung, schon ein bisschen früher, also Polen ist ja da hinten. Und das unterscheidet doch sehr stark. Nicht? In Polen gibt es sehr widerständig, es gibt diese tollen Demonstrationen, also jetzt nicht nur diese Kodleute, also dieses Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Sondern was mir besondere Hoffnung gibt, sind zum Beispiel die Frauen, nicht die ja wirklich gegen diese verrückte Abtreibungsgeschichte da so massiv demonstriert haben und weiter demonstrieren, nicht, wo man wirklich sagt, da ist die Zivilgesellschaft aufgestanden, nicht, und wehrt sich. Und eines muss man auch dazu sagen, dass Polen nach wie vor die Intellektuellen funktionieren, die Medien, kritische Medien funktionieren auch, und das unterscheidet es auch von Ungarn. Nicht? Ja. Also es gibt in Polen eine ganze Menge unabhängiger, kritischer Medien, Öffentlichkeit, die noch da sind. Es gibt diese Öffentlichkeit, die gibt es zum Beispiel in Ungarn nicht, die gibt es in Russland nicht. Das sind andere Verhältnisse. Ich habe immer einen Text über Sie gelesen, ich zitiere das. Pollacks Bücher haben einen dokumentarischen Anspruch, dessen Zielsetzung es ist, Geschehnisse exakt zu dokumentieren, Klischees zurechtzurücken, ohne dabei dem Leser persönliche Ansichten aufzuzwingen. Da frage ich Sie, wie sehen Sie als Autor auch in Bezug auf Ihr Werk das Verhältnis von Fiktion und Dokumentation? Können Sie zum Beispiel mit dem Satz «Si non è vero, è buon trovato» was anfangen? Oder ist das für Sie schon, also wenn es nicht wahr ist, soll es zumindest gut erfunden sein, ist das für Sie schon etwas, wo Sie skeptisch werden? Da bin ich, für mich selber bin ich skeptisch. Also ich bemühe mich in die meisten meiner Sachen, ich habe ja auch ein bisschen Fiktion geschrieben, aber ganz, ganz wenig. Das liegt wahrscheinlich, könnte man sagen, nicht begabt genug, dass er gute Belletristik schreibt, muss er dokumentarische Sachen schreiben. Also bei mir gibt es ja sehr, sehr wenig Fiktion. Nicht? Ich versuche eigentlich nicht, etwas zu fiktionalisieren. Wenn ich etwas nicht weiß, auch im Buch über meine Familie, über meinen Vater, dann sind einfach Löcher. Also dann bleiben offene Stellen, dann bleiben Fragen. Es gibt bei mir immer mehr Fragen als Antworten. Also ich selbst verwehre mir das, dass ich solche Dinge fiktionalisiere, wobei es mich nicht stört, wenn andere Leute machen das anders. Also dafür werden Sie auch als Spurensucher bezeichnet. Gefällt Ihnen diese Etikettierung? Sozusagen? Ja, es gibt so wahnsinnig viele Etikettierungen. Also ich habe nichts zur Spurensuche. Es klingt ganz nett. Ich bin ja ein Mensch, der viel in der Natur herumgeht und ja. Zum Garten kommen wir vielleicht noch, wenn es ausgeht. Ja. Aber Sie sind jemand, der über Geschichten, also individuelle Geschichten, eigentlich zur Geschichte kommt. Ja, Kann man das so sagen? Ja, das ist schon richtig. Nicht? Das sind ja immer irgendwie, man braucht einen Anstoß, man braucht auch, also ich brauche immer etwas fast Greifbares, nicht, damit ich eine Geschichte erzählen kann. Ist es auch ein Grund dafür, dass Ihre Bücher eigentlich oft sehr autobiografisch anmuten? Ja, weil ich meine, alles ist für mich eine Story. Nicht? Auch die Familiengeschichte war für mich eine Story, die ich erzählen muss. Also ich musste einen Weg finden, auch eine Sprache finden, auch Bilder finden, in denen ich das erzählen kann. Nicht? Auch die dramatischsten Geschichten, also den Tod meines Vaters, die Ermordung meines Vaters, da brauchte ich ein Bild. Nicht? Eben der Tote im Bunker, der wurde da in diesem Bunker am Brenner beiseite geschafft und diesen Bunker habe ich gesucht, weil ich das brauchte zum Schreiben. Sonst habe ich irgendwo das Problem gehabt, ich kann da nicht wirklich anfangen zu schreiben. Nicht? Also ich brauche diese Bilder und ich brauche auch solche Anstöße, um eine Geschichte zu erzählen. Wir haben schon gehört, dass Sie sich intensiv mit Osteuropa beschäftigt haben, vor allem auch mit Galizien.
eines ihrer ersten Bücher, das erste Buch, dreht um Galizien. Ich könnte jetzt einige Titel noch hinzufügen. Nach Galizien von Chassiden, Huzulen, Polen und Ruthenen. Eine imaginäre Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens unter Bukowina. Dann gibt es ein Mythos Galizien. Dann gibt es Mythos Tschernowitz, das ist glaube ich eine kürzere Geschichte. Und natürlich der Kaiser von Amerika. Hier geht es auch wieder um Galizien. Galizien scheint Sie nicht loszulassen. Was fasziniert Sie an Galizien so sehr? Es ist dieser Mythos, das Mitteleuropa oder was? Es ist natürlich Galizien, wenn man das jetzt so ein bisschen pauschal sieht, ist Galizien oder war Galizien ja ein bisschen ein Modell für ein Europa. Nicht? Ja. Das war ein multikulturelles, multiethnisches Gebiet, man versucht hat, das irgendwo zum Funktionieren zu bringen. Es hat dann nicht funktioniert, aber es ist ja nicht an Galizien gescheitert, es ist einfach an der Monarchie gescheitert. Mhm. Also nicht, das war ja nicht die Schuld der Galizianer. Ich bin eigentlich zu Galizien, wie so oft in meinem Leben, ein bisschen zufällig gekommen, auch ein bisschen getrieben durch die Geschichte, weil das fällt in die Zeit, wo ich persona non grata war. Also ja. Das heißt, ja. Einreiseverbot nach Polen, und das war für mich, ich war damals schon so etwas, was man ein bisschen großspurig einen Polen-Experten nennen würde. Und das ist natürlich extrem unpraktisch, wenn man nicht nach Polen fahren kann. Nicht? Polen-Experte, der nicht nach Polen fahren kann, ganz schlecht. Ja, irgendwo behindert. Und da saß ich dann und habe mir gedacht, oh, das ist nicht gut, jetzt muss ich mir irgendein anderes Thema, irgendein Thema Polen schon, aber historisch. Und ich weiß noch, im Gespräch mit meinem Freund Christoph Ransmeier, nicht ein großartiger Autor, ich weiß nicht, hat der Christoph dann diese Idee Galizien geboren oder habe ich sie geboren, aber irgendwo kam das im Gespräch. Das sind wir, glaube ich, auch zusammen was veröffentlicht. Ja, ja, wir haben öfter zusammen geschrieben, also vierhändig geschrieben, wenn man so will. Und da kam ich auf dieses Thema Galizien und bin draufgekommen, dass damals, das war 1982, glaube ich, das völlig, also wirklich vergessen war. Das war total untergegangen, es hat niemand über Galizien damals publiziert, bis auf irgendwelche Experten, also irgendwelche Historiker natürlich, aber insgesamt war da nichts. Das habe ich jetzt wieder gesehen, wie dieser Freund von mir da diese Bibliografie gemacht hat, der hat gesagt, Galizien, da sind ja unglaublich viele Rezensionen erschienen, nicht? Weil plötzlich tauchte da ein Thema auf, so irgendwo aus dem Untergrund, und alle Leute haben gesagt, ja, um Gottes Willen, ja, Galizien, spannend, nicht? Und jetzt ist Galizien, ist seit vielen, vielen Jahren, ist ein Thema, ist auch ein Thema, das mich nicht loslässt. Ich komme jetzt doch zu dem Buch Der Tod im Bunker, Bericht über meinen Vater. Es ist 2004 erschienen. Sie haben jetzt eh schon erzählt, dass Ihr Vater auf der Flucht, ich glaube, er wollte nach Italien und dann nach Paraguay, auf der Flucht von einem Bergführer. Oder es man war, weiß es nicht. Es war faktisch einem Fluchthelfer, von einem schon, Fluchthelfer. Es war ein Schlepper. Ein Schlepper, von einem Schlepper ermordet wurde. Ja, genau. Und warum haben Sie dieses Buch gemacht? Und warum haben Sie so lange gewartet, bis Sie es gemacht haben? Das ist eine gute Frage. Sehr völlig, spät. Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage. Nicht eine völlig berechtigte Frage. Ich war ja damals 60. Also nicht wirklich ein Frischling. Das hängt zusammen. Man braucht einen Abstand, man braucht auch einen Abstand jetzt in der Zeit. Ich brauchte auch zum Beispiel, das sage ich jetzt ganz, ganz banal, ich musste warten, dass zum Beispiel meine Mutter gestorben ist. Nicht? Weil meiner Mutter wollte ich das einfach nicht antun, diese Geschichte zu erzählen. Ja. Das war eine für sie extrem schmerzhafte Geschichte. Das wieder aufzurühren, hätte ich einfach nicht über mich gebracht. Also ich habe lang gebraucht, ich habe ein paar Ansätze gehabt, nicht, wo ich schon begonnen habe, ein bisschen das zu erzählen. Bin jetzt gerade jetzt drauf gekommen, ich habe 1986 in Wien ein Symposium kuratiert für die Wiener Festwochen. Ja. Das hieß Heimat Mitteleuropa, das war damals ein provokanter Titel. Und da habe ich schon selbst ein Referat dort gehalten, das hieß Mutmaßungen über Tüffer. Tüffer war der Ort, wo meine Familie in Slowenien herstammte. Also das war nicht das erste Mal, dass ich mich mit der Geschichte beschäftigt habe. Aber der Entschluss, diese Geschichte zu erzählen, das wirklich einfach offen zu legen, das bedarf schon einiger Zeit und dieses
Ich brauchte einfach diesen zeitlichen Abstand. Die Geschichte scheint aber noch nicht abgeschlossen zu sein. Sie haben ja immer neue Spuren noch erschlossen. Unter anderem, glaube ich, gibt es in einem Ihrer Bücher, kommt auch die Tante vor. Mhm. Und da sind Sie auch erst, glaube ich, vor ein paar Jahren oder vor 2, 3 Jahren drauf gekommen. Auch das, Teil dieser Familiengeschichte. Das ist ein bisschen so wie mit Galizien, dass das ja eine never-ending story ist. Nicht? Das ist ein Kapitel, das man auch nicht abschließen kann, weil man immer wieder auf Neues kommt. Es kommen neue Spuren, obwohl das schon jetzt wirklich lang genug her ist. Und es kommen auch, ja, dann durchaus zum Beispiel diese Figur der Tante, eine Großtante, also konkret nicht die Schwester meines Großvaters, die in Slowenien 1945 zu Tod gekommen ist. Mhm. Nicht? Die wieder von den jugoslawischen Partisanen nicht umgebracht wurde, aber in ein Lager gebracht wurde und dort elend zugrund gegangen ist. Nicht? Also das ist halt diese Geschichte, die uns ständig verfolgt. Und die uns auch immer wieder neue Geschichten erzählt. Nicht? Mhm. Und ja, da bin ich schon offen und denke mir, heute ist auch die Zeit, glaube ich, dass wir einander alle diese Geschichten erzählen können. Nicht? Also ohne jetzt etwas aufrechnen zu wollen, ohne hier Schuld zuzuweisen und zu sagen, ja, ihr habt das, wir das, irgendwie diese Rechnungen machen ja nie Sinn, sondern dass man einfach die Geschichten erzählt. Sie erzählen ja auch die Geschichte nicht nur aus der Logik der Opfer oder nur über die Opfer, Sie erzählen auch über die Täter. Klar, ich komme aus einer Familie der Täter, nicht mein Vater, mein Großvater. Ich musste das auch erfahren, dass ich sozusagen in öffentlichen Diskussionen normalerweise die unangenehmeren Positionen bekomme. Ich kann mich erinnern, es war mal in Polen im jüdischen Museum in Warschau, im neuen jüdischen Museum in Warschau, das damals noch nicht eingerichtet war. Da war eine Diskussion über einen Film, glaube ich, einen israelischen Film, Hitlers Kinder. Und ich war sozusagen der Vertreter von Hitlers Kindern, nicht? Also nicht wirklich die tollste Position, die man dort einnimmt, nicht? Die anderen waren die Opfer und ich saß dort als sozusagen das Täterkind. Nicht? Ja, das ist einem halt, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich ein Opferkind bin, nicht? Und ich muss halt diese Position einnehmen, ob ich will oder nicht. Ja. In dem Buch Kaiser von Amerika, die große Flucht aus Galizien, geht es ja eigentlich um Menschen in großer Armut, die falschen Versprechungen folgen. Mhm. Nicht? Der Kaiser von Amerika sagt, kommt's nur und ihr bekommt dafür Land. Mhm. Nicht? Und es ist eigentlich eine Erzählung über Flüchtlinge, über Misswirtschaft, Hunger, Korruption, über Schlepper. Sehen Sie da Parallelen, wenn Sie in dieser Geschichte zur Situation heute und der Migrantensituation? Klar, das ist, also vieles ist eins zu eins. Nicht? Das ist, hat mich sehr verblüfft, weil die Geschichte, die ich erzähle, ist um 1880 bis 1900. Und ich war erstaunt, also ich habe das schon im Hinterkopf gehabt, deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, dass es schon natürlich starke Parallelen zu heute gibt. Nicht? Also wie Immigration funktioniert, die Gründe sind ja immer dieselben, immer die Leute brechen auf, um sich das Leben zu verbessern oder weil sie flüchten müssen vor Verfolgung oder was auch immer. Also da wird ja nichts Neues erfunden. Aber auch die Mechanismen, eben dieses Schlepperunwesen, nicht? Dass man die Menschen eben mit falschen Versprechen lockt und sehr, sehr viele Begleiterscheinungen bis hin zum Beispiel zur Zwangsprostitution, die es damals gegeben hat, nicht den Frauenhandel. Und wir wissen alle, dass heute der Menschenhandel, auch Frauenhandel, Zwangsprostitution, was immer, ein riesiges Business ist. Nicht? Das ist ein riesiges Geschäft, das wahrscheinlich dem Drogengeschäft den Rang abläuft. Ich weiß es nicht, will mich da jetzt nicht wichtig machen und sagen. Aber nicht, das ist, und das war damals bereits da. Nicht? Also sehr viele Mechanismen waren ganz, ganz ähnlich. Und insofern fand ich es auch interessant, dass man das erzählt, diese Geschichte, auch um darauf hinzuweisen, liebe Freunde, so neu ist dieses Problem nicht. Mhm. Nur damals waren wir in der Situation, nicht? Also waren wir die Flüchtlinge. Mhm. Sie haben in Ihrem Buch Topographie der Erinnerung, dem geht voran, das Buch Kontaminierte Landschaft, haben Sie Landschaft und Erinnerung eigentlich in engen Zusammenhang gebracht. Und
Was hat Landschaft und Erinnerung für Sie miteinander zu tun? Also für mich, ich sehe ja alles immer verbunden mit Landschaft. Wie ich zuerst gesagt habe, nicht die ersten Kindheitserinnerungen sind eigentlich an das Ennstal, am Mitterberg. Ja. Das ist für mich die erste Landschaft. Da ist dieser Grimming, dieser imponierende Berg. Da ist dieses Bauernhaus, das ist so einschichtig gelegen. Und das war für mich eine Kindheitsidylle. Das war alles andere als eine Idylle. Nicht, also wir waren dort evakuiert, das war alles Elend. Meine Mutter ist verhaftet worden wegen Beihilfe, weiß nicht, zur Flucht von meinem Vater. Nicht, da kamen die Leute und haben meine Mutter abgeführt. Also wirklich alles andere ist schön. Und trotzdem, diese Landschaft steckt in mir drinnen. Und auch heute noch sind für mich Landschaften, also zum Beispiel jetzt auch für mich das Südburgenland, wo ich mich angesiedelt habe vor 40 Jahren, ist auch diese Landschaft unglaublich wichtig. Aber andererseits bin ich mir immer bewusst, dass in diesen Landschaften oder hinter diesen Landschaften oder unter diesen Landschaften in diesem Fall etwas stecken kann. Mhm. Und in Österreich, in Ostmitteleuropa, in diesem Raum, in dem wir leben, in Slowenien, wo meine Familie herkommt, nur zu oft. Es gibt verborgene Gräber, es sind furchtbare Dinge. Wenn man bei uns anfängt, irgendwo zu graben, hat man eine gute Chance, also dass man auf den Goldschatz stößt, eher nein. Knochen, ja. So, Sie ziehen förmlich so eine Folie, touristische Folie von der Landschaft. Ja. Und dann findet man ein historisches Grauen. Wie reagieren die Menschen darauf, die an derartigen Orten wohnen? Wollen die das überhaupt wissen? Wollen die erinnert werden? In den meisten Fällen nicht. Und das ist ihnen ja auch nicht, übel zu nehmen. Mhm. Nicht? Also keiner von uns hätte gern, weiß nicht, wenn jemand kommt und sagt, du, da wo dein Haus steht, du weißt schon, da ist ein Massengrab drunter, nicht? Oder wo dein Gemüsegarten ist, da liegen irgendwelche Leute begraben. In kontaminierte Landschaften zitiere ich einen französischen Pater, der durch die Ukraine gereist ist, Pater Dubois, und der hat so diese vergessenen Orte des Holocausts ausfindig gemacht. Und der kommt in ein Dorf, und das war für mich ein Bild, das ich selber ja auch erlebt habe, nicht, und fragt einen alten Mann, wo sind denn hier die Juden begraben worden, also verscharrt worden, die man da erschossen hat. Und der sagt, das weiß ich schon, das zeige ich Ihnen. Und dann führt ihn da ein bisschen außerhalb vom Dorf, und die Dorfbewohner gehen da neugierig mit, ein Fremder kommt. Mhm. Und dann kommt er da, wo die Gärten haben. Und dann sehen die schon, hallo, das geht zu unseren Gemüsegärten, nicht? Und dann sagen sie, ja, da habt ihr nichts verloren, das sind unsere Paradeiser, unsere Zwiebeln, unsere Erdäpfel, nicht? Das ist aber auch das Massengrab, nicht? Und das ist halt in vielen Fällen so, nicht? Das ist in vielen Fällen so, und damit müssen wir uns abfinden. Das finde ich ist auch eine schöne Metapher, nicht? Eben sozusagen dieses Bild, nicht, dass die Massengräber versteckt sind und darüber, ja, ist halt irgendwas, nicht? Welches Ihrer Bücher haben Sie persönlich am liebsten? Ja, am liebsten, das ist jetzt so eine oder ist Ihnen am wichtigsten, fragen wir mal es ist, so. Es ja? ist schon diese Familiengeschichte. Ja. Nicht? Das, also es ist ja nicht nur ein Buch über meinen Vater, ich beginne ja viel früher im 19. Jahrhundert. Das ist schon für mich auch persönlich natürlich am wichtigsten, nicht der Tote im Bunker, klar, keine Frage. Ja. Ist vielleicht eine ganz banale Frage, ganz einfach, aber vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten. Warum schreiben Sie? Ist es Kampf gegen Verdrängung, die Geschichte als Mahnung, Erinnerung, Versöhnung? Ja, das sind immer so, nicht, das sind so große... So ja, so große Fragen, die man so, gar nicht... Nein, nicht nur große Fragen, nein, aber so große Ansagen. Ja. Also ich sage immer, dass ich eben versuche, Geschichten zu erzählen, aber es geht mir schon darum, das will ich gar nicht jetzt verhehlen, es geht mir schon darum, und da fühle ich mich als Österreicher, ich liebe dieses Land und glaube, es ist notwendig, dass man in Österreich gewisse Geschichten erzählt, dass man auf gewisse Dinge hinweist. Sei das jetzt, wenn ich im Südburgenland bin und ich beschäftige mich mit einer Thematik, nicht die verweigerte Erinnerung zum Beispiel an die Roma. Die gibt es in unseren Orten. Nicht? Ich war in Stegersbach, das ist gleich der nächste Ort bei mir. Da waren über 200 Roma, die wurden deportiert, die meisten ermordet. Da gibt es bis heute
nicht das geringste Erinnern daran, da gibt es kein Denkmal, da gibt es keinen Stein, da gibt es nichts. Ne? Und ich habe den Bürgermeister gefragt, gibt es so etwas? Oder mir angeschaut und gesagt, na. Und dann hat er gesagt, ja, das müssten die Betroffenen sozusagen einfordern. Dann habe ich gesagt, ja, aber der Punkt ist ja, dass die ermordet sind. Ah, so hat er das noch nie gesehen. Nicht? Und so kamen wir dann dazu. Jetzt will ich jetzt nicht auf diesen armen Mann hinhauen. Nicht? Das ist ja nicht so eine singuläre Position. Nicht? Wir tun uns einfach schwer damit und ich glaube, es ist schon notwendig, und das sage ich jetzt ganz unpathetisch, es ist notwendig, dass manche Leute wie ich von mir aus, ja, dann diese Geschichte erzählen. Mhm. Nicht? Mehr will ich da gar nicht. Haben Sie nicht auch die Befürchtung, dass jetzt diese Geschichten, Sie haben es angesprochen, über die Personen, die Sie da zu diesem Feld geführt haben und zu den Gärten, die heute noch wehtun, dass die vielleicht, wenn zwei Generationen vergangen sind, die eigentlich nichts mehr damit zu tun haben, dass die so was wie so ein Lehrstoff werden, wie heute der Punische Krieg? Ich weiß es nicht. Klar, das kann immer passieren, nicht, das wissen wir nicht. Aber es ist zum Beispiel auch die Geschichte des Ersten Weltkriegs. Also ja. Ich habe mich jetzt gerade mit dem Ersten Weltkrieg in Osteuropa relativ viel beschäftigt, nicht, der für uns zu einem guten Teil ein vergessener Krieg ist, nicht, mit dem wir uns überhaupt nicht beschäftigt haben. Auch dieses ganze 2014, ja, also 100 Jahre, hat Osteuropa wenig Rolle gespielt. Auch dort übrigens nicht so besonders, nicht? Aber trotzdem gibt es auch da unglaublich viele Dinge, die noch erzählt werden könnten, erzählt werden sollten, erzählt werden müssten. Nicht? Mhm. Also ich glaube schon, das Vergessen ist ja auch wichtig. Nicht? Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, um Gottes Willen, Vergessen ist ganz, ganz schlimm, Vergessen ist verboten. Man muss vergessen. Also Sie würden vergessen zum Beispiel als kollektives Phänomen einer Gesellschaft, die ihren Frieden sucht, nehmen wir mal an Kolumbien. Lasst uns einfach vergessen, was war, damit wir wieder friedlich zusammenleben. Würden Sie das quasi tolerieren? Ja, oder verstehen? Das muss ja die Gesellschaft selbst wissen, nicht? Das muss ja funktionieren. Wie wir gesehen haben in Jugoslawien zum Beispiel, nicht, wurde dieses Vergessen ja verordnet, nicht? Da hat man ja gesagt, okay, wir sind alles Jugoslawen, keine Kroaten, keine Serben, keine Bosniaken. Genau. Keine, ist auch nichts passiert. Ist ja nichts passiert. Lasst uns das vergessen. Kann man jetzt salopp sagen, war gut gemeint, hat aber nicht funktioniert. Nicht irgendwann, richtig, holt uns die Geschichte ein, irgendwann kommt die Geschichte hoch. Das kann immer passieren. Nicht? Also wir kennen das mit Spanien, nicht mit diesen Gräbern, auch dort gibt es kontaminierte Landschaften. Nicht? Ich glaube, es ist in den meisten Gesellschaften notwendig, dass man zuerst diese Geschichten erzählt, dass man zuerst die Geschichten, ein großes Wort, aufarbeitet, ja, wie auch immer, und dann können wir drüber nachdenken, können wir vergessen. Mhm. Sie haben, also wichtig scheinen mir oft die Cover Ihrer Bücher zu sein, das sind historische Fotos. Ich glaube, ein Buch ziert ein Foto mit drei Kindern, wobei zuerst ein Bub, glaube ich, die Hand zum Hitlergruß hebt, dann die zwei Mädchen auch. Ja. Ja. In welchem Zusammenhang stehen Fotografien zu Ihren Texten? Für mich arbeiten Sie von Fotografien aus zum Beispiel? Oft, ja, oft. Es gibt ja auch Texte von mir, die ich zu Fotografien schreibe, also wo zuerst das Foto ist, ja, und dann schaue ich mir das Foto an und erzähle dann eine Geschichte oder versuche eine Geschichte zu erzählen, weil ich bin mir schon bewusst, also insofern bin ich natürlich schon Historiker genug, um zu wissen, wie trügerisch Fotografien sein können. Nicht? Das habe ich ja auch in diesem Buch Topographie der Erinnerung, habe ich dafür ein Beispiel, nicht ein Foto, das ich gekauft habe, das einmal verkauft wurde im Internet unter ein polnischer Heckenschütze, da liegt ein Ermordeter, nicht sichtbar, keine Waffe, neben ihm gar nichts. Und ein Jahr später oder was immer wurde dasselbe Foto, also ein Abzug von demselben Foto verkauft unter ermordeter Deutscher in Bromberg. Also genau das Gegenteil könnte man sagen. Dem Foto können wir es nicht entnehmen. Das Foto sagt nicht, wer da liegt. Nicht? Aber für mich sind Fotografien extrem wichtig. Ich muss dazu sagen, ich bin selber ein elender Fotograf. Also ich bin ein unglaublich schlechter Fotograf.
Finden Sie es lieber. Ich finde es lieber. Also ich kann mich erinnern, beim Spiegel haben sie mich gefürchtet. Unser Fotomann, ich hatte meistens Fotografen dabei, aber wenn ich einmal keinen gehabt habe, war es eine Katastrophe. Ich habe es zusammengebracht, dass immer mein Auto im Bild war. Ich weiß nicht, ich habe das hinstellen können, wo immer. Der Herr Czalosz in Hamburg hat mich angerufen und gesagt, Martin, ich kenne das schon, du hast einen roten Golf. Kannst du den bitte irgendwo anders hinstellen? Also ich bin wirklich ein schlechter Fotograf, aber Fotografie ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich sammle auch historische Fotografie und arbeite viel mit Bildern. Also ich illustriere die meisten meiner Bücher selber. Da komme ich gleich zu dem Punkt, wie eigentlich Ihre Bücher entstehen. Ja, also von der Stoffauswahl bis zur Fertigstellung des Romans. Wie kann man sich das vorstellen? Also es könnte ein Foto zum Beispiel sein. Es kann ein Foto sein. Also es ist zum Beispiel jetzt diese Geschichte nicht mit meinem Vater, das ist ziemlich klar. Ja. Okay. Es gibt dieses Buch Anklage Vatermord. Nicht, das ist dieser Fall Philipp Halsmann, der Fall dieses großen, späteren großen amerikanischen Fotografen, der 1928 in Tirol als Mörder, angeblicher Mörder seines Vaters verurteilt wurde. Zweimal, einmal wegen Mordes, dann wegen Totschlags. Da ist eine ganz kleine Zeitungsnotiz der Auslöser. Die habe ich gefunden in einer jüdischen Zeitung und da war so eine winzige Notiz und die habe ich mir ausgeschnitten, damals habe ich beim Spiegel gearbeitet und habe mir gedacht, das wäre eine Geschichte, müsste ich recherchieren, habe es dann liegen lassen. Bin erst Monate später wieder draufgekommen und da war es für den Spiegel schon gegessen, also nichts mehr. Und bin dann draufgekommen, das ist eine riesige Affäre gewesen, eine spannende, hochspannende Geschichte, die, und da sind wir in Österreich, total vergessen wurde. Verdrängt, vielleicht eher, nicht? Die hat man nicht mehr gekannt. Nicht? Trotz der Berühmtheit von Philipp Trotz Heidmann. Der Berühmtheit des Fotografen, trotz der Tatsache, dass da alles, was Rang und Namen hatte, von Thomas Mann, Jakob Wassermann, Erich Fromm, haben sich alle da eingemischt, nicht? Haben alle irgendwas dazu zu sagen gehabt und das hat man einfach vergessen. Nicht? Ich bin, 28, also bin nach Innsbruck gekommen ins Stadtarchiv, die haben mich gefragt, was wohnst du? Der Direktor, ein junger Mann, der hat gesagt, ich interessiere mich für die Affäre Halsmann und der hat gesagt, was für Affäre Halsmann? In Innsbruck, da waren die beiden Prozesse, 28, 29. Der wusste das nicht. Jemand, der so viel über Geschichte geschrieben hat, glaubt der noch daran, dass man aus der Geschichte lernen kann? Also ich würde es gern glauben, wenn man das irgendwo, ja, wir sehen es ja fast täglich, nicht, dass man anscheinend nicht daraus lernen kann, aber ich bin immer noch unbelehrbar, ich glaube es schon, ich glaube es ist notwendig, nicht, dass wir uns mit der Geschichte beschäftigen, auch im Hinblick darauf, dass wir daraus vielleicht unsere Schlüsse ziehen und doch etwas lernen können. Nicht? Also ich nehme für mich in Anspruch, dass ich sehr wohl aus der Geschichte, auch aus der Geschichte meiner Familie gelernt habe. Haben die, all die Recherchen, die Sie angestellt haben über Mord, Terror, Hass, Angst, haben die Ihr Menschenbild wesentlich beeinflusst? Nein, könnte ich nicht sagen. Ich bin an sich ein sehr positiv eingestellter Mensch. Ich bin nicht menschenscheu, ich bin kein Misanthrop, hoffe ich zumindest, das kann man ja selber von sich schwer sagen. Bin auch eher optimistisch eingestellt. Nicht? Ich muss damit leben, auch mit der Tatsache leben zum Beispiel, dass geliebte Menschen wie meine Großeltern schreckliche Menschen sind. Nicht mit dieser Tatsache muss ich umgehen. Nicht? Damit muss ich leben und ich nehme auch an, dass mein Vater für mich ein toller Vater gewesen wäre, aber er war genauso ein Mörder. Nicht? Und das ist ja diese Erfahrung, die ich natürlich auch aus der Geschichte ziehen muss, dass das Normale, der sehr liebenswerte, gute, unter Anführungszeichen, Menschen sind, die dann plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, das ist schwierig zu beantworten, nicht, dann eben wirklich völlig auf die andere Seite gehen. Sie haben den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhalten. Woran scheitert die jetzt und heute? Haben Sie da eine Diagnose für sich selbst gestellt? Naja, Also es gibt ja diese Tendenz, aus Europa auszuscheren, nicht, wie wir gesehen haben, Brexit, nicht?
wo dann sofort die Ungarn sich gemeldet haben, ja, das ist jetzt eine große Chance, nicht? Wir müssen das sozusagen dieses Europa neu denken. Neu denken heißt bei Ihnen sozusagen eher wieder die partikulären Interessen betonen. In Polen ist es dasselbe, nicht? Also sehr europaskeptisch, nicht nur auf sich gestellt. Also das betrachte ich mit sehr, sehr großer Sorge. Und also da muss ich sagen, lässt mein Optimismus langsam aus. Ich habe gesehen, Sie haben, glaube ich, eine Gesprächsreihe Grenzgänger. Mhm. Ich weiß nicht, war das im Burgtheater? Im Burgtheater. Im Casino am Schwarzen Meer. Geleitet. Mhm. Und da wurde über das Gefühl der Krise, also was wir jetzt angesprochen haben, und Unsicherheit, nicht nur in Europa, sondern eigentlich bei jedem Individuum debattiert. Und da gibt es immer die Floskel der Politik, man muss die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Sind die Sorgen und Ängste Ihrer Meinung nach berechtigt? Zu einem gewissen Teil sicher, aber zu einem großen Teil nein. Mhm. Also ich sehe das zum Beispiel, wenn man im, also ich will jetzt nicht wirklich ständig über Polen reden, nicht? Aber wenn man in Polen diese große Angst schürt vor den Flüchtlingen, dann hat das ein bisschen auch ein lächerliches Moment, weil in Polen gibt es die Flüchtlinge nicht oder nur zu einem verschwindenden Prozentsatz. Und man müsste schon irgendwo den Menschen dort auch in Erinnerung rufen, dass sie ja selber auch zu einem guten Teil Emigranten sind. Nicht? Also gerade die Polen sind wahrscheinlich eines dieser Länder, nicht, die am meisten Menschen nach England, nach Irland, wo auch immer hinschicken. Nicht? Und die dort auch gut arbeiten und das toll machen, tolle Jobs machen, aber die sind im Ausland. Ich kann mich erinnern, ich war einmal in Wien bei einer Demonstration vor nicht so lange Zeit, nicht? Das waren Regierungs-, also PiS-Leute, die hier demonstriert haben, aus welchen Gründen auch immer, und da stand einer mit einem Schild Polska dla Polaków, Polen für die Polen, nicht? Weil das hat eine gewisse Absurdität in Wien, nicht? Etwas anderes, wenn ich heute in Boxdorf bin, dort ist auch die Angst vor den Flüchtlingen unglaublich groß. Zufällig gibt es in Boxdorf meines Wissens keinen einzigen Flüchtling, nicht? Aber da ist die Angst vielleicht am größten, nicht? Also immer dort, wo man nicht damit konfrontiert ist, wo man das nicht kennt, wo man die Menschen nicht sieht, wo man nicht mit denen wirklich in Berührung kommt, ist es ja wahnsinnig leicht, diese Ängste zu spüren. Glauben Sie, dass die gerade in Österreich und Deutschland, die doch zumindest am Beginn und von Teilen der Bevölkerung oder der Zivilgesellschaft offene Haltung gegenüber Flüchtlingen mit der Geschichte Deutschlands und Österreichs zu tun hat, weil mir hat einer in Polen gesagt, es ist sozusagen, dahinter wäre ja nichts anderes wie ein neuer deutscher moralischer Imperialismus. Ist nicht zynisch. Das ist, ja, das finde ich schon ziemlich zynisch. Wie sehr aber, glauben Sie, ist es geschichtlich auch konnotiert? Das hat sicherlich mit der Geschichte auch zu tun, nicht? Also wenn ich mir jemanden anschaue wie die Frau Merkel, die ich bewundere, also ich finde, sie ist die einzige europäische Politikerin langsam, die uns geblieben ist, nicht? Also wirklich, die ich bewundere, die hat natürlich die Geschichte ihres Landes im Hinterkopf, das ist ganz klar, nicht? Also auch diesen moralischen Anspruch, das finde ich großartig und das finde ich auch notwendig, nicht? Also da kann ich auch jetzt nichts dran, nicht irgendwie dran rütteln. Und ich glaube, das täte anderen auch gut, wenn sie ein bisschen in diese Richtung moralischer denken. Ein bisschen moralisch. Mhm. Wenn man an sich Europa jetzt nicht so pragmatisch und nicht nur, weiß nicht, bürokratisch sieht, sondern ein bisschen eben auch als ein geistiges Projekt. Darf ich Sie abschließend fragen? Ab wann konnten Sie eigentlich von der Schriftstellerei, vom Schreiben leben? Das ist jetzt schwer zu sagen, das weiß ich nicht. Ich habe 1998 beim Spiegel gekündigt. Das war ein bisschen ein Schritt ins Nichts. Das war ein bisschen auch ein Wahnsinn. Nicht? Beim Spiegel hat man wirklich großartig verdient und habe eigentlich nichts im Hintergrund, also hatte kein Rettungsseil, nichts. Und habe ab dann gut, also halbwegs, ja, so leben können, wie ich es brauche. Nicht? Also ich habe keinen Porsche Cayenne, aber dafür haben Sie einen Garten. Dafür habe ich gehört. Einen Garten, ja. Und Sie lieben die Gartenarbeit. Ja.
Was macht die Gartenarbeit so wichtig für Sie? Das ist ganz, ganz komisch, nicht? In Linz, der Vater Pollack war auch ein passionierter Gärtner und da habe ich das naturgemäß gehasst. Die Gartenarbeit, zu der wurde man dann verpflichtet, also so ein bisschen, das war Fronarbeit, nicht? Also nicht Sklavenarbeit, aber ein bisschen schon, nicht? Ja, heute müsst ihr in den Garten, nicht jeden oder irgendwas anderes Langweiliges machen. Und genau das mache ich jetzt wahnsinnig gern. Also für mich ist es erst einmal ein guter Ausgleich. Also ich sehe auch dieses Physische, nicht, dass man herumgräbt, dass man da in der Erde stirdelt. Das habe ich wahnsinnig gern. Und dann ist es so, ja, man setzt etwas und dann wird etwas draus. Nicht? Ich habe gerade neulich ein Interview gelesen von dem japanischen Autor Murakami, der eben dort sagt, dass er sich auf eine Insel zurückgezogen hat und er lese nicht mehr gerne Bücher anderer Autoren, beziehungsweise sei auch an anderen Menschen nicht mehr so interessiert, er brauche seine Ruhe, um zu schreiben. Ist Ihr Garten, Ihr Haus im Burgenland auch so eine kleine Insel? Ist eine Insel, ja, ist auch außerhalb des Dorfes, das muss ich sagen, also das schätze ich auch sehr. Nichts gegen Boxdorf. Ich habe noch eine Frage an Sie, wir haben ja öffentlich auch darüber gesprochen, dass Sie seit längerer Zeit auch sehr krank sind. Und Sie nehmen das eigentlich sehr mutig und gelassen hin. Aber wie gehen Sie mit dem Bewusstsein einer Umständen, etwas, was natürlich jeden von uns auch treffen kann, ohne es zu wissen, limitierten Zeit um? Haben Sie Ihr Leben verändert? Ja, sicher. Notgedrungen. Nicht? Ich meine, ich habe Krebs, ich habe unheilbaren Krebs, ich habe einen großartigen Arzt, der macht, was wahrscheinlich zu machen ist. Und ja, ich lebe damit einfach so, nicht wie man heute, glaube ich, mit so etwas umgehen soll, dass man versucht, möglichst normal weiterzuleben, nicht weiter zu arbeiten. Ich habe ja auch während der Chemotherapie gearbeitet. Nicht? Ja, dann schaut man halt anders aus. Geht mir auch jetzt so, dass mich Leute einfach nicht erkennen. Das ist ja nicht immer das Schlechteste, nicht, wenn einen Leute nicht kennen. Nicht? Manchmal ganz, ganz angenehm. Ja. Ja, ich schaue halt anders aus. Nicht? Der Bart wächst auch nicht mehr nach. Aber Sie können arbeiten. Ich kann arbeiten, ja. Gibt es, an was arbeiten Sie zurzeit? Darf man das noch? Ja, freilich. Also wir haben diese Tante kurz angesprochen, ja. Da bin ich im Recherchestadium und ich arbeite aber auch ständig, das ist ein bisschen der Fluch natürlich, so kleinere Sachen. Also ich bin nächste Woche Montag in München und muss einen Vortrag halten, wieder zu Polen, nicht in der Akademie der Künste, den muss ich auch noch vorbereiten und dann gibt es, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, und das macht mich dann schon stutzig, dann wird man auch zum Vorwortschreiber erklärt. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber irgendwie, bei mir ist es jetzt... Weil jeder von einem wichtigen Autor ein Vorwort will, da adeln sie ja den, das ist irgendwie ganz fatal, das Buch. Und da muss man lernen, Nein zu sagen, und da bin ich noch erst im Lernprozess. Herr Pollack, ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht zu viele Vorwörter schreiben müssen, die Sie ablenken, sondern dass Sie uns wieder mit einem schönen und interessanten Buch verwöhnen. Herzlichen Dank, Herr Pollack, fürs Gespräch und Ihnen fürs Zuhören. Ich danke. Dankeschön. Danke.